Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Nebenspiel-Episode. Und zwar Stellaris, heiliges Terra, wächst und gedeiht zusammen mit seinem Reich Narganir. Hat sich ganz gut ausgebreitet. Wir sind auf diverse Feinde, oder ja, was nicht Feinde, aber Flotten und Welten anderer Völker gestoßen, wie die Bokasheran Protectors, Tepazuit Chroniclers, Sacrosanct Nar State und Isarvarana Imperium. Und ich glaube, die meisten davon sind eher Fraktionen, die nichts machen. Und sie sehen so aus, als hätten sie sich ein bisschen besser ausgebreitet als ich, was mich ein wenig stört. Unser Kolonieschiff ist jetzt hier allerdings hier eher auf dem Weg, um eine weitere Kolonie zu gründen. Und wir müssen auf jeden Fall unbedingt unser Reich erweitern. Und zwar hier nach Norden, Nordosten, na, da geht es nicht mehr weiter. Aber hier nach Südwesten, da könnte es sein, dass ich in Konflikt mit dem Isravana Imperium komme. Ich hier glaube, ich würde niemand etwas übernehmen. Ich glaube auch nicht, dass hier jemand ist. Ich denke also, Prioritätsweiterbaurichtung ist hier nach Nordosten und hier nach Südwesten. Und mittlerweile habe ich meine Ressourcen halbwegs gut unter Kontrolle. Und wir nehmen regelmäßig weiter Geld, also was heißt die Ressourcen, Energy Credits, Mineralien, Nahrung, Konsumgüter und Legierungen ein. Okay, wir gehen weiter. Wir stellen mal wieder auf Start. Und unser Schiff hat hier schon was gebaut. Ne, noch nicht. Die bauen gerade was. Ich brauche ein Konstruktionsschiff. Genau, dass wir erstmal hier in die Richtung ziehen. Der baut gerade eine Sternbasis, die ist jetzt fertig. Dann lassen wir ihn noch die Bergbaustationen aufstellen und... Oh, was ist das denn hier? Beta-Alien-Schiffe. Die scheinen aber nicht so sonderlich stark zu sein. Gut, ich glaube, die können wir dann vergleichsweise einfach ausschalten. Abgesehen davon gehen wir anschließend weiter und bauen eine neue Sternbasis hier. Die fliegen weiter und der ist gerade dabei rumzufliegen und weitere Orte auszukundschaften. Oh, Moment, den lassen wir vielleicht doch besser irgendwo da oben. Ja, wir wollen jetzt hier uns in diese Richtung weiter ausbauen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Kommt, geht mal dahin. Geht mal dahin. Wie sieht es mit unserer Flotte aus? Wir haben ja einige Sachen in Auftrag gegeben, bevor wir die letzte Runde weitergemacht haben. Genau, Zerstörer, Zerstörer, Kanonenboote, Turmboote. Das sieht doch ganz gut aus. Und gucken wir einmal in unsere Städte, unsere Planeten. Heiliges Terra sieht gut aus. Planetenwachstum fördern. Bin mir nicht so ganz sicher, wie... Oh, wir haben wieder was gebaut. Hier. Sternbasis ist fertig. Naja, eigentlich können wir hier jetzt schon noch kurz mal die Forschungsstationen bauen, bevor wir weitermachen. Haut mal. Und anschließend kann das Schiffchen... Ach, ja, wir können es auch hier weiterbauen lassen. Gut, oh, hier scheint auch irgendwelche Ärgernisse rumzufliegen. Ja, aber die Gegend hier ist einfach zu köstlich, um hier nicht irgendwas Tolles zu machen. Oh, 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 okay, okay, wir haben eine weitere Tradition, die wir haben können. Was wollen wir als nächstes? Vorherrschaft, Sternbasen, Kapazität erhöht, Einflusskosten reduziert, Baukostenreduktion reduziert, das ist alles, glaube ich. Produktion, Bergbaustation um 10% erhöht, definitiv gut. Aber Bewohner, die an Wissenschaft arbeiten, haben ihren Unterhalt reduziert, was auch gut ist, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so extrem kritisch. Ich glaube, da können wir mal auf Wohlstand gehen. Der taugt was. Dann produzieren wir durch die Bank mehr und das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Gut, 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 gut. Okay. Meine Flotten werden immer besser. Das ist gut. Das Kolonieschiff ist angekommen. Und wir schicken es sofort, genau, nach Runa, die Kontinentalwelt. Und Planet kolonisieren. Runa. Runa. 1. Okay. Los geht's. Okay. Okay.
Wie machen wir ansonsten weiter? Die fliegen gerade hier nach Südwesten. Das ist gut. Der baut die Erkunden. Die sind auch bald dabei, hier weiter Sternenbasen zu bauen. Das ist soweit gut. Moment mal, hier haben wir eine Gaia-Welt, die ist allerdings von Beta-Aliens verteidigt und die sind ziemlich stark. Da müssen wir so schnell wie möglich rein. Okay, also der Plan ist erstmal, jetzt einen Haufen Schiffe zu bauen. Vielleicht sollte ich hier auch diese Sternbasis mal auf Sternfeste verbessern. Aber dazu fehlt mir gerade leider die Technologie. Und das wird wahrscheinlich auch noch für eine Weile so sein. Komm, gehen wir hier rüber. Sehr gut, wir haben eine Routineanomalie gefunden. Erforscht mal, das kommt immer gut. Und der nächste Planet wird kolonisiert. Wir brauchen viel, viel mehr Planeten. Heiliges Terra sieht gut aus. Wir haben noch Bewohnung. Verfügbare Wohnung 10, da geht also noch einiges. System Survey complete. Oh, nochmal ein Planet. Oh, 16 Mineralien hier. Wow, was ist das denn hier für ein Sternensystem? Sieht interessant aus. Wenn das hier keine Anomalie ist, dann weiß ich auch nicht. Okay, wie sieht es hier aus? Hier haben wir bereits alles, was wir benötigen, gebaut. Wollen wir die Bergbaustation bauen? Oh, viel Kraft aus kleinen Orten. Als wir die gefrorene Oberfläche des Mondes Depat untersuchten, sind wir wohl auf etwas Großes gestoßen. Wissenschaftliche Publikation spricht von einer einzigen bakteriellen Lebens. Diese finden sich mit anderen Lebens einen großen Teppich in die Brustwarze leisten und obendrein als Solarzellen fungieren. Letztere absorbieren Sonnenenergie mit niedrigen Effizienzverlusten. Ein evolutionärer Effekt, der jene bevorzugt, die in dem Raumklima mehr Wärme erzeugen können. Also, herausfinden, ob man damit Energieproduktion steigern kann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Her mit der Energieproduktion. Die kann ich gut gebrauchen. Jetzt haben wir, was ist das hier? Das sind noch meine Kriegsflotten, die machen gerade nichts. Aber das ist in Ordnung. Oh, unsere Energieforschungsentwickler haben in den Proben, die wir ihnen geschickt haben, Fortschritte erzielt. Indem die Organismen als Vorlage benutzt werden, erlang es ihnen, einen neuen Typ von Solarzelle zu entwickeln, der Energie viel effizienter speichert und all unseren Kraftwerken einen Leistungsschub geben wird. Wow. Plus 5% Energy Credits. Das ist eine gute Sache. Auf jeden Fall. Und was ist das? Feuer des Hochaufsehens. Wir haben auf Pendede einen interessanten Fund gemacht. Bei Durchführung unserer Standardtests haben wir einen Stern eines weit abgelegenen Systems merkwürdige Daten aufgefangen. Seine Strahlung weist darauf hin, dass das Ort Beryllium ohne Spallation verschmolzen wird, was eigentlich unmöglich sein sollte. Die Wissenschaftsteam möchte dies dringend untersuchen und hat potenziellen Sterne auf zwei nicht allzu weit entfernte Systeme eingeschränkt. Aha. Natürlich. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Okay. Forschungsstationen sind gebaut. Dann gehen wir direkt weiter und bauen die nächste Sternenbasis. Der Einfluss ist ja momentan echt nicht übel. Da habe ich gerade überhaupt gar kein Problem. Hier haben wir, glaube ich, werden auch gerade Sternenbasen gebaut. Hier wird erkundet. Wir haben eine weitere Anomalie gefunden. Die können wir recht schnell erforschen. Machen wir dann auch so gleich. Und, ja, ich wollte mich doch um meine Planeten kümmern. Gibt es eigentlich irgendwas? Ah, doch, ich kann noch. Oh. Anomalie. Routine. Ja, 84. Könnt ihr mal machen. Ah, nächster. Also wirklich sehr viele gute Planeten hier zu sehen. Heiliges Terra, denen geht es noch gut. Alpha Cent. Ah, ja, endlich Upgrade. Sehr gut, wir haben ausreichend Bewohner. Wie sieht's hier aus? Hier brauchen wir noch etwas Zeit. Wohnung haben wir. Was ist das? Verlassener Vergnügungspark. Okay, danke für extra Forschung. Okay, was brauchen wir? Gerade brauchen wir ehrlich gesagt nichts von alledem. Wohnung haben wir mehr als genug. Arbeitslose gibt es nicht. Also sehe ich gerade auch keinen Grund, hier irgendwas zu bauen. Ich meine, höchstens Generatordistrikte. Nochmal einen, weil man das Zeug immer gebrauchen kann. Machen wir noch einen, okay. Der Planet ist eine Heimat des Wunders der Natur. Studenten haben gleich großes Interesse. Oh, das hat auf der Heimatwelt ein großes Interesse an der Wissenschaft ausgelöst. Oh. Das heißt, hinzufügen des Modifikators inspirierende Jungwissenschaftler. 25 Minuten. Folgeeffekte, sehr gut. Dann sind wir besser dran. Und forschen schneller. Das ist unsere neue Kolonie.
Das ist wieder heiliges Terra. Und hier genau, hier wollen wir noch irgendwas bauen. Moment, machen wir kurz langsamer, dass ich nicht zu viel Blödsinn mache, während hier irgendwas passiert. Legierung haben wir gut. Ressourcensilos, wie viel? Ich kann bis zu 15.000 speichern, ist eigentlich noch in Ordnung. Was wollen wir? Wir wollen wahrscheinlich bald wieder Zivilindustrie haben. Da haben wir noch plus 5. Ja, okay. Kann ich eigentlich Roboter bauen? Roboter kann ich nicht bauen. Ich weiß auch gar nicht, wozu Roboter gut sind. Okay, aber ich glaube, wir können erstmal... Gehen wir doch erstmal auf die Gen. Ah, da haben wir schon. Die Genkliniken. Die erhöhen unser Bevölkerungswachstum. Legierung haben wir genug. Luxusresidenzen, weiß ich nicht, wozu man die braucht. Unterhaltung ist auf... Oh, was ist das denn hier? Flottenkapazität. Wirtschaftszone, Zivilindustrie, Polizeiwache, Mineralverarbeitung, hydroponische Farmen. Was ist eigentlich dieses Moment? Macht Sozialforschung. Ja, okay, dann bauen wir mal. Bauen wir mal hier die Zivilindustrie. Die werden wir wahrscheinlich bei Gelegenheit brauchen. Schon wieder eine Wahl. System Survey complete. Monatliche Einigkeit plus 10, Lebensdauer plus 25 Jahre. Okay, sieht so aus, als verwaltet gerade mehr. Kriegt der sowieso den Sieg. Das ist also okay, da will ich gar nichts weiter tun in der Richtung. Aber hier will ich weiter was tun, und zwar weiter expandieren. Expandiert, expandiert, expandiert. So, wohin wollen wir expandieren? In beide Richtungen. Also bauen wir eine Sternbasis hier. Warum machen die eigentlich nichts? Der soll doch rumfliegen und erkunden. Erkundet der? Ja, er erkundet. Soweit so gut. Weiteres Gebäude fertiggestellt. Situationsprotokoll. Das Nichterfüllen hat die Herrschaft des Kanzlers beendet. Wo ist das Situationsprotokoll? Ach, sehe ich hier ja alles? Sieg? Nein, Moment. Vorläufe ungewöhnliches Sternzeugs. Urbanisiere. Ach, da steht es. Zwei zusätzliche Stadtdistrikte. Okay, ja, ich meine, das können wir machen. Warum nicht? Erfüllen wir die Wünsche der Leute, beziehungsweise seine Wahlversprechen. Habe ich jetzt hier, haben wir sowieso ewig viel. Also bauen wir zwei. Aber wir brauchen mehr Flottenkapazität. Wie kriegen wir die her? Was kostet mich das überhaupt? Unterhaltkosten für Militärschiffe ist dadurch erhöht. Sind unsere Schiffe jetzt alle fertig gebaut oder werden noch weitere... Kommen noch weitere raus? Ne, momentan nicht. Vereinigen die. Wir haben jetzt eine Stärke von fast 1000. Hier sind die Alienstiffe zu stark. Eindeutig, da kommen wir nicht hin. Wie sieht's hier aus? Die sind auch zu stark. Hier haben wir 2000, 1000. Das ist auch nichts für uns. Hier. Da können wir, wenn wir noch ein bisschen stärker werden, können wir dorthin. Erforscht das mal. Ein paar mehr Schiffe bräuchten wir. Wir brauchen jetzt bis vor kurzem einen kleinen Himmelskörper. Ha, danke. Ich brauche nicht den Sternfeste. Ja gut, aber ich kann jetzt gerade nichts machen. Holen wir uns noch ein paar Zerstörer. Punktverteidiger. Zwei von denen. Und dann denke ich, können wir mal in den Angriff übergehen. Aber wie kann ich meine Flottenkapazität erhöhen? Also erstmal wollen wir uns ja hier weiterentwickeln. Gehen wir weiter und vorwärts. Der hat leider gerade nichts. Wir haben hier nicht... Oh, was ist das denn hier?
Kontinentale Welt, aber überall nur diese ganzen Stadtdistrikte. Der Prinz in einem sanften Ohr betreibt eine tragbare Datenbank. Sie wurde von NRF Adratus geborgen und untersucht. Das Vokabular ist uns nicht gänzlich unvertraut, der Satzbau aber befremdlich. Empfiehlt ein genaueres Studium. Naja, natürlich. Natürlich machen wir das. Warum sollten wir es nicht tun? Das wäre ja blöd. Okay. Aber meine Flotte muss größer werden. Hier auf Heiliges Terra gibt es ja noch irgendwas zu erforschen. Und hier ist auch nochmal ein Planet. Oh je. Oh, das ist eine heilige Welt, aber um die kümmert sich keiner. Oh, da müssen wir hin. Oh, meine Güte, da müssen wir hin. Da müssen wir unbedingt hin. Das dauert ewig. Naja. Künstliches Objekt getarnt. Ja, okay. Machen wir, was auch immer. Macht er irgendwas? Der macht gerade irgendwas. Anschließend hier hingehen. Untersuch bitte das Spezialprojekt und Anomalie und den ganzen Kram. Du hast ja sonst nichts zu tun. Routine erforschen. Okay. Ja, eindeutig, hier muss ich zumachen. Das ist echt eine gute Situation. Wir haben hier den ganzen Teil für uns. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Strommäßig gibt es gerade wieder Probleme. Ich muss meine Flottenkapazität erhöhen. Irgendwie. Die Frage ist, wie kriege ich das hin? Ich glaube, das geht mit Sternbasen, nicht wahr? Oder? Moment, wer steht hier irgendwas? Wir können effizient eine Anzahl an Schiffen oder die 20 Einheiten Flottengröße entspricht. Basis 20. Okay, wenn ich jetzt also hier hingehe und auf diese Basis, kann sie auf einen Sternhafen verbessern und dann Module bauen. Das wird dann wahrscheinlich auch notwendig sein. Wie bereits vermutet, gibt es eine große Masse an Metall und versteckt tatsächlich eine Art von Maschine. Geht vorsichtig vor. Nehmt eine Probe. Nehmt eine Probe. Das erzwungene Entnehmen einer Probe erwies als äußerst bedauerlich. Innerhalb des Asteroiden war eine Menge alter Bergbaudrohnen versteckt, die so programmiert waren, dass sie bei Kontakt angreifen. Die Drohnen haben die Anwesenheit erkannt und beginnt damit, sich zu aktivieren. Vielleicht bleibt noch Zeit für ein Ausweichmanöver. Ups. Ups. War nicht optimal. Nicht optimal gelaufen. Egal. System Survey complete. Oh. Oh. Oh nein. Oh nein. Vernichtetes Forschungsschiff. Aber die sind ziemlich schwach. Die sind ziemlich stark. Crap. Ich glaube nicht, dass die vermisst sind. Ich glaube, die sind ziemlich tot. Ja, schade. Schade. Wohnungen haben. Oh, hier gibt es keinen Gouverneur. Warum denn eigentlich das? System Survey complete. Was haben wir hier? Lebensdauer, Erfahrungszuwachs. Ist alles nicht so mega toll. Robust. Ach, nehmen wir den hier. Langes Leben kommt immer gut. Neuigkeiten am Asteroiden haben sich abgespielt. Haben das Netzwerk von Heiliges Terra erreicht. Wissenschaftler haben neu gereagiert. Haben sie etwas bewacht? Man weiß es nicht. Okay, hier ist nochmal eine kontinentale Welt. Wo ist das? Eine genauere Untersuchung. Mehr als 5 Billionen gescheiterte Verbindungen. Okay, bla. Keine Ahnung. Alles okay. Alles okay. Die hier, den Planeten wollen wir haben. Ja, gut, der wäre gut. Den zu erobern. Wir brauchen weitere Energie. Und mehr
Ach, ich bin schon wieder auf normaler Geschwindigkeit. Über die Bergbaustation und geht dann weiter. Hier müssen wir uns weiter... Oh, ah, hier. Dorthin müssen wir. Dort müssen wir hin. Kann ich da eine Sternbasis bauen? Nein. Aber es müsste eigentlich gehen, oder? Was ist das? Lasst uns diese Scharade beenden. Oh. Okay, dann wird es wohl Zeit, Verteidigungsmaßnahmen zu treffen. Die erste Rivalität. Muss ich mal gucken, ob ich hier direkt in ihr System zumachen kann. Das wäre nämlich gut. Ah, endlich weitere Forschung. Okay, Energy, neu. Hey, das ist schon ziemlich gut. Mehr Energy Credits von Technikern ist genau das, was ich jetzt brauche. Ich habe sowieso gerade echt nicht viel übrig. Und was macht hier mein Forschungsschiff? Gerade gar nichts. Aber okay. Wir brauchen Energie, Leute. Wir brauchen Energie. Wo ist meine ganze Energie hin? Defekte Kriegsformen. Ja gut. Ich könnte hier noch einen Generator des Trick gebrauchen. Aber es geht nicht. Warum geht es nicht? Weil wir keine weiteren Distrikte mehr hier unterstützen können. Ich könnte einen Bergbaudistrikt abreißen. Ich habe sowieso so viele. Und stattdessen noch einen Generatordistrikt bauen. Und nachher ein Gebäude bauen, was Generatorendistrikte unterstützt. Ah, ja, sehr gut. Eine neue... neuen Planeten. Schnappen wir uns ihn hier. Hier, das war doch Runa, ne? Jetzt wird es langsam kompliziert, das Ganze. Also, Planetenwachstum fördern. Eher bitte. Und was wollen wir haben? Wir wollen Generatoren. Das können wir auch ganz gut hier bauen. Wir haben 16 Distrikte übrig. Damit kriegen wir 8, 16, 24. Perfekt. Ja. Wie viele? Wir haben verfügbare Wohnungen. Eine. Aber wenn wir diese Generatordistrikte bauen, bekommen wir auch jeweils 2 Monate dazu. Deswegen alles gut. Spezialprojekt abgeforscht. Okay, wir lesen uns das nicht durch, sonst komme ich gar nicht zu gar nichts mehr hier. Wenn ich anfange, alles durchzulesen. Okay, jetzt kommt die Kontrolle. Können wir hier eine Sternbasis bauen? Nein. Das System ist nicht vollständig erkundet. Wie unangenehm. Okay. Dann bauen wir sie hier. So, was haben wir hier? Was können wir hier bauen? Forschungslabore haben wir. Die sind auf jeden Fall wichtig. Wirtschaftszone. Ich weiß ehrlich nicht, was Handelswert und Dienstleistung verursacht. Was ist das? Ah, Forschung. Fertig, gut. Sternbasenkapazität. Lebensdauer plus 2. Auch gut. Okay, hauen wir das rein. Ah, hier ist ein... Der ist... Dimensionsloch, wo ist das denn? Meine Güte. Hat es nie... Die NSF hat es nie ganz nach IL-951 geschafft, um die umgebenden Anomalien dort zu studieren. Also das Schiff... mit Wissenschaftsoffizier Corona und seiner Besatzung durch das Trümmerfeld flog, hörte es einfach auf zu existieren. Nur Minuten später wieder aufzutauchen. Corona berichtet, dass sie sich kurzfristig in einer Art extradimensionalen Weltraum befunden habe. Dort sahen sie, dass sie von zahllosen Alienschiffen umgeben waren, die in einer anscheinend endlosen Leere hingen. Bevor die Besatzung ihre Position ermitteln konnte, verblasste die Vision abrupt und sie fanden sich im regulären Weltraum wieder.
Leider befehlte die Hälfte der Besatzung. Wissenschaftlicher Offizier Corona vermutet, dass sie in diesem merkwürdigen Weltraum von einem unbekannten Mechanismus gezielt gefangen worden sind. Wie unangenehm. Wie unangenehm. Okay, gibt es noch weitere Anomalien, die wir erforschen können? Oh, die verschwundenen Besatzungsmitglieder, die man schon verloren geglaubt hat, sind wieder aufgetaucht. Sie kontaktierten uns von einem unbekannten Schiff, das unserem eigenen Forschungsschiff nicht unähnlich war. Dieses Schiff trieb untätig in ihrer Position, bei der sie behaupten, sich nicht an ihre Zeit außerhalb unserer Dimension zu erinnern. Ihnen bleibt lediglich das vage Gefühl, einige Zeit fort gewesen zu sein. Sie wünschen sich nur, ihren Dienst unter Wissenschaftsoffizier Corona fortzusetzen. Außerdem beabsichtigen sie, ihr Schiff den geridischen Behörden zu überstellen. Das hört sich ehrlich gesagt mir ein bisschen zu riskant an. Okay, dann wird das Schiff eben feindselig, aber ich glaube, ein Forschungsschiff wird nicht in der Lage sein, unsere Raumstation zu stören. Gefecht gewonnen. Sehr gut. Das ist mir dann doch ein bisschen zu riskant, der Spaß. Eine Anomalie aber vorerst sein lassen. Das dauert mir zu lange, das zu erforschen. Okay, bauen wir... Oh Gott, meine Kohle geht echt jetzt langsam übelst aus. Was ist denn da los? Wo geht mein ganzes Geld hin? In Schiffe, 41 vermutlich. Okay, wo sind meine Schiffe? Kampfschiffe, hier. Ich denke mal, mit 1100 können wir schon was anfangen. Wo wollten wir hin? Hier hin. Vielleicht, wenn wir einzeln gegen sie kämpfen, schaffen wir es vielleicht. Das werden wir prüfen. Ich glaube, ich muss ein bisschen Produktion von Forschung runterdrehen. Construction complete. Oh. Was wollten ihr? Stagnierende Vormacht, Hüter des Wissens. Kanzler Metia Titinus, wir haben erfahren, dass in einem reich an Individuum lebt, dessen brillanter Verstand die geistigen Fähigkeiten eurer auf tragische Weise primitiven Spezies zu erweitern befordert. Mhm. Aha. Quinta Passidienus wird unser Reich verlassen. Warum nicht? Nehmt sie. Oh, die Tevatsuit Chroniclers haben ihre Grenzen geöffnet. Wisst ihr was? Dann machen wir das doch auch. Oh, geht nicht. Was? Und bei wer die Grenzen geöffnet? Wir sehen keinen Grund mehr, euch aus unserem Territorium fernzuhalten. Unsere Grenzen sind für euch wieder geöffnet. Gouverneur Sextus hat eine neue Erfahrung. Also, die Grenzen sind offen. Gut. Gut. Okay, Strom, also Energy Credits, gehen langsam wieder den Berg hoch. Sehr gut, aber wo ist jetzt eigentlich... Ja, vorerst sein lassen. Jetzt passiert wieder so viel. Da blickt ja wieder kein Mensch oder Hamsteride durch. Okay, wie auch immer, wir gehen hier weiter. Wir wollen diese Gegend sichern. Habe ich jetzt irgendwo ein Forschungsschiff, das nicht fliegt? Ysera Imperium hat Wirtschaftspakt mit Sacrostant Nasa, okay. Einladung zu Defensivabkommen. Aha. Ja, okay. Ach so, die haben mich alle abgelenkt. Okay, da können wir nicht hin. Da gibt's nichts für uns. Wir sollten wieder zurück. Okay, Zeit weiter zu forschen. Was, zur Erforschung dieses Spezialprojekts benötigen wir kein Schiff? Okay.
Ah, ich verstehe. So funktioniert das. Okay, machen wir diese Cybrex-Geschichte. Können wir auch mit irgendwelchen Leuten irgendwas machen? Die Hüter des Wissens finden uns eigentlich ganz gut. Wollt ihr... Wäre es, wenn ihr mir 30 Energy Credits gebt und ich gebe euch dafür... Kann ich das nicht irgendwie anders machen? Ah! Ist es weg. Oh Mann, die haben keinen Bock auf mich, habe ich das Gefühl. Okay, Zeit zu expandieren. Dann bauen wir hier jetzt unsere Sternenbasis aus. Was ist, wenn das Imperium findet uns nämlich gar nicht gut. So, bitte Sternenbasis schnell bauen. So, fertig. Und anschließend weiter ins nächste System. Oh Gott, die sind nicht vollständig erkundet. So ein Mist. Ich Idiot, da wollte ich doch hin. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen, aber wenigstens können wir hier noch was machen. Dann machen wir es eben hier weiter. Und untersucht mal diese Spezialprojekte, Forschungsschiffchen. Okay, untersuchen wir mal doch die Anomalie hierhin. Und anschließend gehen wir weiter Systeme erkunden. Okay, unser Kriegsschiff ist in... Unsere Kriegsschiffe sind in Position. Oh, ich kann sie sogar verbessern. Aber ist zu spät. Nun gut, also das hier ist auf jeden Fall eine Schlüsselwelt. Wer hier reinkommt, kommt in das Zentrum der Nagereden. Ich denke, da kann ich mal einen Sternhafen bauen. Was ist das? Kristallwesen. Ein Bericht über außerordentliche freischwebende Objekte aus manchen Systemen. Anfangs erschienen diese schiffsgroßen Objekte und ihr... Etwas kleinere, aber ebenfalls kristallartiger Satelliten noch inaktiv, ihre Ausrichtung, dass sie tatsächlich lebendig sein könnten, eine wahrlich faszinierende Vorstellung. Unsere besten und klügsten stehen bereit, dieses Wesen zu studieren. Wir können lernen zu koexistieren, wir wollen ja freundlich sein. Wo auch immer die jetzt waren. Seismische Störung. Auf Runa 1 hat es viele Berichte über unerklärliche seismische Störungen gegeben. Bei Untersuchen dieser Erdbeben haben wir eine riesige unterschiedliche Höhlennetzwerke. In den tiefsten dieser Höhle lebt eine Art einheimische Zivilisation, die mit ihren Tunneln in Richtung Oberfläche zu bewegen scheint. Das Fallen könnte durch Boden wie was von uns nicht ausgelöst worden sein. Okay, wir müssen... damit umgehen. Definitiv. Moment. Zeitkritisches Projekt. Erstmal Pause und... Ah, okay. Kämpft dagegen. Vielleicht könnt ihr sie besiegen. Aber anschließend abhauen. Okay. Erforschen. Kontakt aufnehmen. Entweder Kontakt aufnehmen. Schnell. Wird gerade irgendwas anderes erforscht? Okay, das läuft hier gerade ganz gut. Oder?
Schön ist es nicht. Oh. Wir haben eine primitive Alien-Zivilisation gefunden. Auf Cirulan. Wo ist das denn? Ach, hier. Okay, das ist in Ordnung. Nervt mich doch nicht die ganze Zeit. Diese Kristallwesen sind ganz schön hart drauf. Okay, weg hier. So, das ist für den 21 Monaten abgeschlossen. Verborgen in den Krieg, schafft eine Einbahn, um noch zu stabilisieren. Sehr gut. Strategische Ressource, danke. Auch gut. Okay, reparieren. Wir sollten uns, glaube ich, reparieren. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Flottenkampfstatistik, 1 Zerstörer und 4 Korvetten verloren. Ha. Ja gut. Nichts zu machen. Was können die eigentlich? Die haben Kristallplatten. Alles klar. Oh. Ressourcenspeicher voll und Forschung abgeschlossen. Produktion, Bergbaustation plus 10% und Sternenfeste. Mehr Ressourcen ist auf jeden Fall etwas, was wir haben wollen. Und ich befürchte, ich muss auf dem Markt mal kurz ein paar Mineralien verkaufen. Minus 10.000, minus 5.000 ist okay. So. Ich kann hier vielleicht... Na, einen monatlichen Handel machen wir erstmal noch nicht. Wachsende Arbeitslosigkeit. Gebt ihnen mehr Leistung. Okay. Moment. Heiliges Terra hat zu viele Arbeitslose. Können wir unsere Forschungsstationen wieder aktivieren. Und jetzt haben sie wieder Arbeit. Sehr gut. Wir haben auch noch Wohnung. Das ist auch gut. Und wir können... Ah, hier sehe ich gerade, wie viele Jobs was für U gibt. Das macht 5 Jobs. Das macht 2 Jobs. 2. Das macht gar nichts. Das gibt 5 Dienstleistungen, was immer Dienstleistung bedeutet. Das habe ich noch nicht verstanden. Aber was Jobs bedeuten, das verstehe ich. Jobsoldat plus 1 Wohnung. Jobkulturmitarbeiter plus 2. Jobforscher 2, Job 2 Jobs, 2x Metallurgiejobs, Luxusresidenzen, Unterhalt. Mhm, ah, verstehe, mit der Wirtschaftszone kriegen wir haufenweise Jobs rein. Aha, jetzt verstehe ich das so ein bisschen mehr als vorher, wo ich mich mit der Sache ein bisschen beschäftige. Nun gut, die anderen Sachen, will ich hier irgendwas haben? Das ist ja eher eine Stromproduktionsgegend. Ich glaube, die Kriminalität, die können wir erstmal ignorieren. Wie sieht's hier aus? Das ist echt nur ein richtig Mini-Planet. Wir haben mehr als genug Wohnung. Wir haben haufenweise Landwirtschaft. Das gibt plus 5 Wohnungen. Wir haben aber sowieso genug. Hier brauchen wir eigentlich erstmal nichts. Der wächst vor sich selbst weiter. Und ich befürchte, hier werden wir so richtig viel in richtig riesenreich machen. Da brauchen wir dann auch die ganzen Wirtschaftszonen, würde ich mal behaupten. Okay, und sonst noch was? Hier geht auch erstmal nichts, aber wir produzieren Energie. Und seien wir ehrlich, Energie ist auf jeden Fall immer gut. Hm. 6 Wohnungen sind da. Ich könnte nochmal einen Generatorrestrikt bauen, die geben ihm 8 Grundproduktion, das ist halt toll. Wir haben 23 Grad, aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Nahrung, sieht gut aus. Abreißen kann man die später immer noch. Gut, jetzt habe ich ganz vergessen, was los ist. Okay, ich denke, wir können hier trotzdem einen Sternhafen bauen.
Beziehungsweise eigentlich will ich ihn hier D auf und hier auf Kriki. Jetzt komm, wir brauchen was um unsere Flotte. Moment mal. Ach so, die Schiffe sind kaputt, deswegen. Okay, bauen wir mal hier ein. Ach Moment mal, nee, das ist ja von dieser Sakrosankt-Türe. Da sind ja gar keine Gegner. Yeah. Dann lass das mal weg. Dann lass das mal weg. Moment mal, kann ich schon wieder eine neue... Ah, Moment mal. Ach, wir können ja wieder hier noch mehr Strom haben. Ja, bitteschön, danke. Neue Tradition. Sternbasenkapazität um 2 erhöht. Das ist gut. Was ist das hier? Vollstrecke reduzieren, Diplomatie, Harmonie. Forscherunterhalt reduziert. Verwaltungslimit um 20 erhöht. Gehen wir mal. Unterhaltsschiffe, Flottenkapazität erhöht. Das brauchen wir auch irgendwie. Der letzte Ruheort. Als die Hephaisto durch den Asteroiden geschossen ist, ist der Hephaisto entgegen aller Wahrscheinlichkeit tatsächlich genug, den ursprünglichen merkwürdigen Signal zu lokalisieren. Ein kleines Alien-Objekt, ein Rastascan zeigt, dass es sich um eine Art rituelles Behältnis, in dem sich Überreste eines Alien-Astronauten finden. Ja, natürlich öffnen wir das Ganze. Der ist ja sowieso tot. Unterhalt, Gebäude und Distrikte reduziert. Boah, wenn hier auf diese Stadtdistrikte und diese ganze Geschichte gehen, dann können wir richtig viele Leute nachher versorgen. Aber das brauchen wir jetzt gerade noch gar nicht. Ich glaube, die Vorherrschaft ist... Nein, die brauchen wir jetzt echt gar nicht. Produktion Bergbaustation erhöhen hat. Unterhalt reduziert. Nehmen wir. Nehmen wir. Und schon haben wir haufenweise Kohle. Und die kann ich jetzt ehrlich gesagt in weitere Produktion von neuen Dingen investieren. Zum Beispiel Legierung. Wie wäre es mit einer weiteren Legierungsgießerei? Oder oh. Kriminalität kommt langsam. Haben wir noch genug Wohnung? Wir haben noch Wohnung. Boah, hier Flottenkommando. Okay. Mehr Legierung. Erstmal mehr Legierung. Hier kann ich dann eigentlich auch noch was bauen. Jetzt habe ich richtig viel Zeug. Wohnungen sind noch unglaublich viele übrig. Ja, aber ehrlich gesagt, hier so richtig einen Bergbaudistrikt rausmachen, lohnt sich, glaube ich, nicht so richtig. Bauen wir hier lieber sowas. Und geben der Stadt Planetenwachstum. Bitteschön. Jobs sollte die dann sowieso genug haben. Und hier machen wir eine oh, das wird... Und das sollen wir gleich umbenennen. Diese Stadt. Diesen Planeten. Makropolwelt. Sirius. Hier werden wir eine Makropole bauen. Soll richtig, richtig groß werden. Spezialprojekt. Öffnet einen Kanal. Genau, zu den... Ist das Ding hier an? Könnt ihr uns sehen, Oberflächler? Wir verstehen, dass ihr aus dem großen Nichts kommt, das über uns liegt. Jenseits des Steins. Wir hatten angenommen, dass dort kein Leben existieren könnte. Aber offensichtlich ist das nicht so. Was sind eure Absichten? Wir würden gerne in Frieden neben euch leben. Dann soll es so sein, Oberflächler. Lasst uns im Zeichen des Friedens zusammen auf dieser Welt leben. Wir haben großes Interesse, mit eurem Volk Handel zu treiben. Ich glaube, wir haben einander viel anzubieten. Wir werden in unsere Städte zurückkehren und die notwendigen Vorbereitungen treffen. Sehr gut, sehr gut. Und ich glaube, mit diesem angenehmen Tagsabschluss beende ich diese Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal auf dem Heiligen Terra.